So, liebe Leute, jetzt kommt noch der Bonuspart von Pflanzen gegen Zombies, das Vorstadtlexikon. Pflanzen. Erbsenkanone. Wie kann eine Pflanze nur so schnell so viele Erbsen bilden und verschießen? Zitat der Erbsenkanone. Harte Arbeit, Engagement und ein ausgewogenes Frühstück aus Sonnenlicht und Kohlendioxid machen das möglich. Okay, also wissen wir genau, wenn wir Erbsen abschießen wollen, müssen wir ganz viel Sonnenlicht und Kohlendioxid essen. Sonnenblumen wiegen sich gern zur Musik. Zu welcher Musik? Zum lebensspendenden Rhythmus der Erde natürlich. Diesen können nur die Sonnenblumen hören. There's a zombie on your lawn. Genau zu diesem Lied tanzen sie. Ich könnte explodieren, sagt Kirsche 1. Nein, lass uns lieber platzen, sagt ihr Bruder. Nach kurzer Diskussion beschließen beide einfach zu platzodieren. WTF? Die Leute fragen sich, wie ich es nur aushalte, ständig von Zombies angeknabbert zu werden, sagt Walnuss. Ganz einfach, ich bin relativ unempfindlich und spüre dabei nur ein leichtes Kribbeln wie bei einer entspannten Massage. Also, ich will mir nicht von Zombies irgendwas anknabbern lassen. Die Kartoffelmine gilt als V, weil sie immer alles auf den letzten Drücker tut. Sie selbst sagt dazu nichts. Sie grübelt über die beste Geldanlage nach. Ja, würde ich auch machen. Die Leute sagen immer, wie cool sie sei. Sie sagen, sie solle einen kühlen Kopf bewahren. Hagelzuckererbse verdreht nur die Augen. Gibt es keine originellen Sprüche mehr? Das frage ich mich auch manchmal. Schnapper wäre beinahe Stuntman in der kleine Horrorladen geworden, wurde dann doch nicht genommen, weil sein Agent zu viel Gage verlangte. Er ist deswegen jedoch nicht verbittert. Das gehöre eben zum Geschäft, sagt er. Der kleine Horrorladen, habe ich nie geguckt oder war nie im Theater oder so, deswegen. Aber es soll ein gutes Theaterstück und ein guter Film sein, habe ich gehört. Wenn es ein Film ist, ich bin mir nicht sicher. Der Duplinator ist cool. Er stammt von der Straße, er lässt sich von niemandem provozieren, ob Pflanze oder Zombie, und er hält sich andere mit Erbsen vom Leib. Insgeheim sehnt er sich jedoch nach Liebe. Tief in unserem Innern wollen wir doch alle Liebe haben. So, jetzt kommen die Pilze. Ich weiß erst seit kurzem, dass es Zombies gibt, sagt Pustepilz. Wie viele Pilze nahm ich an, dass sie einfach nur Märchen oder Filmfiguren sind? Dieses Erlebnis hier hat mir endlich die Augen geöffnet. Der Sonnenpilz hasst die Sonne. Er hasst sie so sehr, dass er sie sofort ausspuckt, sobald sich Sonnen in ihm bilden. Er kann sie einfach nicht ausstehen. Er findet sie nur ätzend. Ja, sieht man auch an deinem Gesichtsausdruck. Ich war ganz unten, musste Hefesporen für eine Bäckerei herstellen, sagt er. Dann erzählte mir der gute Pustepilz von dieser Chance, Zombies wegzupusten. Jetzt hat mein Leben wieder einen Sinn. Schön für dich. Trotz seines gefährlichen Aussehens möchte der Grabfresser betonen, dass er Kätzchen liebt und in seiner Freizeit ehrenamtlich in einer Zombie-Besserungsanstalt arbeitet. Es ist mir ein inneres Bedürfnis, sagt er. Naja, mit deinen Dingern, da kannst du bestimmt die Kätzchen auch ganz schön massieren und so und streicheln und so, ne? Zombies sind unsere Freunde, versichert Hypnopilz. Sie werden stets verkannt, dabei spielen sie eine wichtige Rolle in unserem Ökosystem. Wir müssen sie dazu bringen, so wie wir zu denken. Schon klar, du Psycho. Wer ist da? Flüstert Angsthasenpilz in kaum hörbarer Stimme. Geh weg! Ich will niemanden sehen! Nur den Mann aus dem Zirkus! Angsthase. Eispilz wirkt mürrisch, aber nicht, weil er unglücklich oder abweisend ist, sondern wegen seiner alten Verletzung, die seine Gesichtsnerven lähmt. Oh, alter Kriegsveteran! Sei froh, dass ich auf deiner Seite bin, sagt er. Ich könnte alles zerstören, was du liebst. Gar kein Problem für mich. Wow! Der Kerl ist gruselig. Das Seerosenblatt beschwert sich nie. Es interessiert sich nicht für seine Umwelt. Pflanze etwas auf ihm darauf, es wird keinen Piep sagen. Ob es wohl üble Ansichten oder schockierende Geheimnisse hat, niemand weiß es. Das Seerosenblatt behält immer alles für sich. Sollte es auch. Ich bin bereit, brüllt Matschkürbis. Ich bin bereit. Auf geht's, pflanze mich, ich bin der Beste, ich bin dein Mann. Na los, worauf wartest du? Ich brauche das. Ja, du warst mir wirklich ein guter Mann. Triplinator liebt Bücher, Backgammon und lange Ruhepausen im Park. Er geht gerne in Konzerte und steht besonders auf modernen Jazz. Ich suche immer noch nach einem Seelenverwandten, sagt er. Seine Lieblingszahl ist die 5. Hey, meine ist auch die 5, cool. Ich bin völlig unsichtbar, denkt er vor sich hin. Ich verstecke mich einfach unter Wasser und niemand sieht mich. Seine Freunde versichern ihm ständig das Gegenteil, aber er will es nicht einsehen. Sagt Jalapeno.
Er wird nicht explodieren. Noch nicht, aber bald. Sehr bald. Es dauert nicht mehr lange. Er weiß es. Er spürt es. Sein ganzes Leben läuft auf diesen Moment hinaus. Du Selbstmordattentäter, ey. Stachelkraut steht total auf Hockey. Er hat sogar eine Saisonkarte. Er weiß alles über seine Lieblingsspieler. Und er räumt regelmäßig bei den Hockeywetten im Büro ab. Es gibt nur ein Problem. Er hat panische Angst vor Pucks. Naja, solange du nicht panische Angst vor Fußbällen hast und auf einem Fußballrasen stehst. Alle mögen und respektieren Zunderholz wegen seiner Integrität und weil er die Wirkung von Erbsen maximiert. Er hat aber ein Geheimnis. Er kann nicht lesen. Ja, würde ich auch nicht können bei diesem brennenden Kopf. Viele wüssten gerne, ob eine Rivalität zwischen Walnuss und Hochwalnuss besteht. Hochwalnuss lacht mit tiefer Stimme. Wieso sollten wir uns nicht verstehen? Wir sind Brüder. Ich habe Walnuss viel zu verdanken. Dann schweigt Hochwalnuss und lächelt. Mysteriös. Meerpilz war noch nie am Meer. Er heißt zwar so und hat schon viel darüber gehört, aber er hat es noch nie gesehen. Eines Tages will er sich ansehen. Pflanterne ist ein Wunder der Natur. Andere Pflanzen brauchen Licht und erzeugen Sauerstoff. Er jedoch braucht Dunkelheit und erzeugt Licht. Er verrät aber nicht, wie es funktioniert. Ich würde es nicht Zauberei nennen, eher dunkle Kräfte. Ich sollte nicht darüber reden. Wow, cool, dunkle Kräfte. Kakteen verschießen Stacheln. Sie stichelt gern, doch täuscht ihre stachelige Haut über ihr weiches Herz hinweg. Sie möchte einfach nur umarmen und umarmt werden. Viele kommen damit nicht klar, aber Kaktee ist das egal. Sie ist seit einer Weile mit einem Gürteltier zusammen und es scheint gut zu laufen. Weg hier. Als Weblatt 5 Jahre alt war, bekam er eine Geburtstagstorte. Er pustete und pustete, konnte aber trotz aller Bemühungen nur 60% der Kerzen ausblasen. Doch er gab nicht auf und betrachtete diese Niederlage als Ansporn, sich nur noch mehr anzustrengen. Das ist die richtige Einstellung, Weblatt! Ja, ich bin Zwilling, sagt Knallerbse. Tolle Überraschung, was? Aber 2 Köpfe zu haben, beziehungsweise einen Kopf und einen kopfähnlichen Auswuchs am Rücken, macht sich in meinem Job bezahlt. Oh Mann, sagt Sternfrucht. Ich war letztens beim Zahnarzt und hatte angeblich 4 Löcher. Dabei habe ich nur, guck mal, einen Zahn. 4 Löcher in einem Zahn? Wie ist das nur möglich? Stimmt, du hast einen Zahn. Kürbis hat seit längerem nichts von seinem Cousin Renfield gehört. Er soll angeblich ein großer Star sein. Eine Art, wie, was war es doch? Sportikone, Pickelmeister? Kürbis weiß es nicht. Er tut einfach nur seinen Job. Und schützt meine Pflanzen damit. Magnetismus ist eine mächtige Kraft. Sehr mächtig. Sie macht Magnetpilz manchmal selbst ein bisschen Angst. Er weiß nicht, ob er eine so große Verantwortung tragen kann. Kannst du. Kohlapult macht es nichts aus, Zombies mit Kohl zu bewerfen. Dafür wird er schließlich bezahlt und er macht es gut. Er versteht nur nicht, wie die Zombies überhaupt aufs Dach gelangen können. Da war eine Leiter, mein lieber Kohlapult. Ich bin ein Topf für Pflanzen, aber ich bin auch selbst eine Pflanze. Na, explodiert dir schon der Kopf? Du bist eine Pflanze? Deswegen die Augen. Cornerpult ist der älteste der Pultbrüder und Corner ist der einzige der 3, der immer an die Geburtstage denkt. Er zieht die anderen auch ein bisschen damit auf. Hey Leute, hallo, ruft Kaffeebohne. Hey, was geht ab? Wer ist denn das? Hey, habt ihr das Ding ja gesehen? Was ist das für ein Ding? Ui, Löwen! Ja, Kaffeebohne ist ganz schön aufgekratzt. Suchti. Reihenumleitung ist nicht nur sein Beruf, sie ist auch sein Hobby. Knoblauch hat einen Doktortitel in Umleitung und der Uni Brüssel. Er könnte den ganzen Tag darüber reden. Sogar zu Hause leitet er alles Mögliche um. Seine Frau hat sich mittlerweile damit abgefunden. Wie hast du überhaupt eine Frau gefunden? Spreuing! Ruft Schirmblatt. Hat's dir gefallen? Gleich nochmal. Spreuing! Juhu! Toll, nicht? Ich spanne mich einfach auf und beschütze deine Umgebung. Ja, so mache ich das. Genau so. Echt wahr. Ringelblume überlegt immer lang, ob sie eine Silber- oder eine Goldmünze ausspucken soll. Sie grübelt und wägt ab. Außerdem liest sie gern und verfolgt das aktuelle Geschehen. So halten sich Sieger auf dem Laufenden. Melonapult kennt keine falsche Bescheidenheit. Ich habe eindeutig den härtesten Schlag auf dem gesamten Rasen, sagt er. Ich pralle nicht. Sieh dir die Zahlen an, dann glaubst du's. Jap, ich glaub's dir. Ach, ich mach einen langen Part. Jetzt kommen nämlich die Zombies. Dieser Zombie mag Gehirne, kann gar nicht genug davon bekommen. Gehirne, 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 Tag ein, Tag aus. Alte und stinkige Gehirne, vergammelte Gehirne, mit abgelaufenem Verfallsdatum. Nur her damit, der gewöhnliche Zombie frisst alles. Lass dich nicht täuschen, auch er liebt Gehirne. Irgendwann hat er jedoch auch eine Vorliebe für Flaggen entwickelt. Vielleicht, weil auf Flaggen immer Gehirne zu finden sind. Schwer zu sagen. Der Pylonen-Zombie schlurfte früher ebenso hirnlos daher wie alle anderen.
Irgendwann hat er sich einmal eine Pylone auf den Kopf gesetzt und trägt sie jetzt als Hut. Oh ja, ein echter Partylöwe. Manche Zombies wollen mehr erreichen, so wie dieser Stabhochsprung-Zombie, das ist typisch für ihn. Er trug schon immer einen Eimer, wollte sich in dieser faden Welt von den anderen absetzen, oder er hat nur vergessen, dass er ihn immer noch aufhat. Zeitung-Zombie war so nah dran, sein Sudoku-Rätsel zu lösen. Kein Wunder, dass er ausgeflippt ist. Die Tür hat er bei seinem letzten Hausbesuch mitgenommen, nachdem er das Gehirn des Besitzers gefressen hatte. Wahrscheinlich war das Deppy Dave. Er gibt auf dem Spielfeld immer 110%. Er ist ein Teamspieler, der offensiv und defensiv kämpft, hat aber keine Ahnung, was ein Football ist. Tanzzombie. Jegliche Ähnlichkeiten zwischen dem Tanzzombie und lebenden oder toten Person ist rein zufällig. Die neue CD Gehirnnabel von Tanzzombie erobert bereits die Untotencharts. Geil. Der Gruppentänzer-Zombie brachte es in 6 Jahren an der Schauspielschule in Zombie New York City zur Perfektion. Schwimmreifen sind ziemlich abgefahrene Dinger, damit kann nicht jeder Zombie umgehen. Einige geben der doch lieber auf und verzichten auf Gehirne. Zombies atmen nicht, sie brauchen keine Luft. Warum braucht der Schnorchel-Zombie dann einen Schnorchel? Antwort: Gruppenzwang. Der Zomboni wird fälschlicherweise oft für einen Eisverkäufer gehalten, ist jedoch seine Art nach eher ein Weltraum-Oger als ein Zombie. Okay. Das Zombie-Bob-Team hat hart für den Erfolg geschuftet. Es lebt zusammen, frisst Gehirne zusammen und bildet eine verschworene Zombie-Einheit. Der Delfin ist ebenfalls ein Zombie. Dieser Zombie zittert, aber nicht weil ihm kalt ist, sondern weil er verrückt ist. Der Ballon-Zombie ist ein Glückspilz, denn der Ballon ist echt praktisch. Die anderen haben das nur nicht spitz gekriegt. Der Buddel-Zombie lernt 3 Tage pro Woche für seine Grablizenz. Spring, spring! Dieses Geräusch macht ein mächtiger und effektiver Zombie bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Ja, das ist der Zombie, den wir noch nicht entdeckt haben. Das ist der sogenannte Yeti-Zombie. Der kommt im 2. Durchgang, wenn man das 2. Mal durchspielt. Ich werde ihn euch vielleicht noch zeigen, wenn ich soweit bin. Aber nur vielleicht. Der Bungee-Zombie liebt das Risiko. Wozu ist man schließlich tot, wenn man das Leben nicht genießt? Die Leiter war ein echtes Schnäppchen. Nur 8,99 €. Wow! Von all den Dingen, die sein Katapult schleudern könnte, waren die Basketbälle die beste und naheliegendste Wahl. Ja, warum nicht? Wenn der Gargantua läuft, bebt die Erde. Wenn er brüllt, schweigen alle anderen Zombies. Alle möchten so sein wie dieser Zombie. Trotzdem findet er keine Freundin. Oh. Der Wicht mag klein sein, aber er ist drahtig. Er beherrscht Zombie-Judo, Zombie-Karate und Zombie mit dem Faustkampf. Außerdem spielt er gern Melodika. Edgar George Zombos machte in 2 Jahren den Doktor in Thanatologie. Er meisterte die thanatologische Technologie, baute seinen furchterregenden Zombot und begann die Herrschaft über sein Wohnviertel zu erringen. Ja, damit ist auch der Bonuspart zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einen kleinen Einblick in die Pflanzen- und Zombies-Lehre von Pflanzen gegen Zombies bekommen. Und ja, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Let's Play und bis dahin, ciao.